Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Spore. Ich habe mir jetzt einfach mal eins meiner tollen DLCs angemacht, Galactic Adventures. Und hoffe einfach mal, dass es alles soweit läuft. Tippel, tippel, tipp, tipp. Tippel, tippel, tipp, tipp. Oh, hallo. Ne, ich will doch nicht mit dir reden, also wo zuck am Arsch. Ups, habe ich dich aus Versehen angespuckt. Oh Mist, das könnt ihr auch. Helft mir, meine Brüder! Brüder? Alter, die macht mich nass! Helft mir mal! Tötet ihn trotzdem! Ja, das wird er sich merken. Ja. Ja. Oh Gott, sind die stark. Da das ziemlich nah bei mir ist. Nee, verpiss dich. Ich habe jetzt keinen Bock drauf. Ich muss jemanden töten. Ich will Rache. Oh, Moment mal. Wieso renne ich eigentlich so schnell? Ich renne ja permanent. Wieso? Hi, ihr hässlichen kleinen Kreaturen. Hoppla. Helft mir mal. Echt übel, das Vieh. Ja, hier kämpfen sogar die Babys mit. Schlagen erhöht. Ihr seid meine Nachbarn. Ihr müsst sterben. Feiglingstaktik? Nicht nett, aber effizient. Weg da, Babys. Ich muss mich in Sicherheit bringen. Ach ja, ich bin eine Kampfkartoffel. Das habe ich ganz vergessen. Die Ausdauer regeneriert sich sehr, sehr langsam. Tippe. Oh, da schießt noch irgendwem ein Auge raus. Löschen wir sie aus. Unser Hirn muss... diese blöden... Hey, willst du mich auch verarschen? Okay, noch drei Stück. Habe ich verfehlt? Das geht? Helft mir mal! Babys! Greift an! Greift an, meine kleinen Kampfbabys! Ja, schaut euch nur dieses tolle Futter an, was wir euch besorgt haben, ihr kleinen Missgeburten. Problem ist, hier könnte ich nicht mal mit Unterstützung auftrumpfen, weil die mir einfach so stark überlegen sind, die Viecher. Oh ja. Ja, bleib schön da. Lass dich von mir vollspucken. Merkt euch das für die Zukunft. Wenn ihr irgendwo ein Kind seht, ihr müsst vollspucken. Ja! Mein Hirn muss wachsen.
Glückwunsch, dein Hirn ist nun voll entwickelt und platzt schon fast an den Nähten. Bereite dich auf die Weiterentwicklung zur Stammesphase vor. Du hast es an die Spitze der Nahrungskette geschafft. Wenn du bereit bist, in der Stammesphase ein Glück zu versuchen, klicke auf den Weiterentwickeln-Button. Ja. Lass mal doch mal die Kreaturen. Ah, ist wie so ein Raubtier. Kann gar nicht sein. Ich weiß noch, das letzte Mal waren wir anpassungsfähig. Okay, wir sind sehr negativ. Fleischfressende Zellen ernähren sich von Fleisch, ja. Bringen ihr Leben damit die Beute zu suchen. Sie können ein ganzes Spezies weitaus schneller ausrotten, als tanzen oder bezaubern. Ja, natürlich. Kampfkartoffel. Ich bin nicht ganz unten. Wie kann das sein? Ich habe doch überhaupt nichts Gutes gemacht, oder? Also ich war ja früher hier bei anpassungsfähig, das weiß ich noch. Haben viele Freunde und ebenso viele Feinde, sie treffen ihre Entscheidungen anhand der aktuellen Situation. Ständig nur neuen Freunden und Verbündeten, wenn sie auf eine neue Spezies treffen, ist ihr Tag gerettet. Klingt furchtbar, sollte ich niemals machen. Neblatt. Okay, geben wir uns die finale Form. Ein Stutzrisse. Oh, eine markante Schnauze. Passt schon besser. Die Augen würde ich schon fast so lassen. Schreckensdaumen. Dreckkratzer. Jetzt sind wir Hühner. Nee. Jetzt war schon Stolperstelzen. Das hätte ich mich auch gar nicht rückgängig machen. Ah ja, gut. Wir lassen die jetzt so. So, haben wir hier noch was? Hornissima. Ich bin ein Einhorn. Überraschung. Ah. Ich bin ein böses Einhorn. Da freut er sich. Okay, lass mal so einfach so. Andere Schnauze passt eigentlich. Ich bin ein grünes Einhorn. Ich bin Rudolf. Ja, was haben wir hier noch? Unterknoten. Knochenwürfel. Ich würde euch mal so lassen, weil ich kann ja eh nicht viel machen. Das ist jetzt unsere finale Spezies. Ich habe eine Waffe entdeckt. Sie hat ihn eigentlich verfehlt. Unser Stamm ist irgendwie klein und mickrig, ich weiß nicht. Glückwunsch, du stehst nun vor der Stammesphase. Und ich weiß noch, es war eine gute Idee, die Leute nicht alle gegen sich zu haben, sondern erst ein Friedensangebot zu machen und sie dann umzulegen. Das hat im letzten Spiel ganz gut funktioniert und ich mach's vielleicht ähnlich, weil du hast einfach keine Chance, wenn du wirklich permanent angegriffen wirst.
Ich hoffe, ich habe die Speere, weil die fand ich aber ganz gut. Mit einem Dach über dem Kopf und der Herrschaft über das Feuer betrittst du das Zeitalter der Werkzeuge und Trommelrhythmen. Aber Vorsicht, bald werden überall auf dem Planeten andere Stämme entstehen. Sei vorsichtig. Du pflegst jetzt einen aufstrebenden Stamm mit 3 Mitgliedern. Du kannst einzelne Mitglieder oder eine Gruppe auswählen, die eine Anweisung ausführen. Interagiere mit anderen Stämmen, um deine Fortschrittsanzeige zu füllen. Sehen wir uns das mal an. Das ist deine Fortschrittsanzeige. Gehe Bündnisse mit anderen Stämmen ein oder erobere sie, um deinen eigenen Stamm voranzubringen. Die Ziele helfen, die Stammesphase zu überstehen. Deine erste Aufgabe besteht darin, deinen Stamm neuen Stammesausstatter auszurüsten. Klicke auf deine Hütte. Klicke auf das Hut-Symbol, um das Stammesmitgliedermenü einzublenden. Wähle ein Stammesmitglied aus und klicke den Button Outfit bearbeiten. Ja. Dockarbeiter. Sammeln und sozial, nee. Bäckermütze. Ultrafeds, also. Floronit. Apeliusmaske. Aruba. Quane. Blattflick. Schickpack. Ja, die gefällt mir. Aber die bringt mir nichts. Was haben wir hier noch? Schulterkrone, soziale Gesundheit, Kaffee, Muschelpuschel. Das ist eigentlich. Ich glaube, das ist eigentlich ein Schutz für die Seite, kann das sein? Ah ja. Ich probiere Plasma-Bloss das anzubringen. Da habe ich eine 1 an Gesundheit dazu, okay. Ah, okay, kann man biegen. Das ist cool. Hahaha, ich bin der böse Imperator. Nee, das ist sowas von Kacke hier. Oh ja. Kann man das noch ein Stück zur Seite machen? Nee, geht leider nicht. Dann tragst du halt ein bisschen bei uns rein, kann ich nicht ändern. Ah, so ist gut. Was haben wir hier so? Sonnenaufgang. Eclipse. Die Spormühle. Spießer. Schnurrbart. Glücksmücks. Mutfeder. Ein Ring. Hübsches Ding. Ich versteck den Ehren. Wie gesundet habe ich aktuell 2. Ja, super. Ich bin ein besonderer Bäcker, ja? Liegt nicht richtig auf, aber ist ja auch egal. Kann man die Mütze auf den Hintern setzen? Lass mal. So. Das war wichtig. Was kann ich noch anbringen? Das passt eigentlich soweit. Das Hammer. Was zur Hölle ist das? Ist das ein Nasenring? Der Sonnengott. Das Zeichen eines Anführers wahrscheinlich. Mir hat jemand einen Ring in den Kopf geworfen. Tut mir leid, ich kann nichts dafür. Das ist mein normales Gesicht. Oh nein, ich krieg das nicht mehr weg, oder? Doch. Nee, das ist blöd. Das könnte man so lassen. Ah.
Die Kreaturenerstellung in diesem Spiel ist so genial. Sammeln bin ich gut, ich habe schon wenig im Kampf. Gott, dieses. Das passt irgendwie gar nicht. Oh, das sieht aus, als würde es zusammengehört tatsächlich. Sieht aus wie eine Maske. Lassen wir. Kampfkartoffeldörfler. Kann ich leider nicht weiter nach rechts ziehen, das wäre schön. Aber so groß ist es tatsächlich besser. Perfekt. Futteranteilung, Angelsperre, wenn ich, das kann ich noch nicht, oder? Ich kann nur Steinäxte. Oh, ich kann bloß die scheiß Steinäxte. Was sind das? Instrumente? Pff, die Tschuitus am Arsch. Du kannst die Kamera jetzt frei über die ganze Welt bewegen. Dadurch hast du einen besseren Überblick über die einzelnen Stammesglieder und Gruppen, denen du Befehle erteilst. Machen wir mal einen Moment Pause und sehen uns die Grundlagen der Kampfsteuerung an. Diesen Befehlen kannst du zoomen, die Kamera drehen, bla bla bla, ja. Aha. Aha. Aha, jetzt gibt's so viel was zu essen. Ach scheiße, ich bin ja Fleischesser. Das geht nicht, oder? Die sind schwach, schätze ich mal. Wie viel haben wir? Oh, wir sind deutlich stärker als die jetzt mittlerweile. Ach stimmt, wir haben auch noch die Giftdrüsen. Willst du nicht mehr sammeln? Du kannst auch mal ein bisschen sammeln. Heilst du dich auch wieder? Wird schon passieren. Häuptling Termers. So. Pilgrim erhöht und füge ein Baby hinzu. Das wollte ich eigentlich nicht, aber. Mann! Holt euch den da. Frohlocket, Bukana ist geboren. Komm, die sind noch eine Phase unter mir. Ich glaube nicht, dass sie eine große Chance haben. Tötet gleich mal das Baby mit, wenn ihr schon mal dabei seid. Und den auch mit. Sammelt das Baby. Noch ein anderer Stamm ist entstanden, wie es aussieht. Das da oben sieht aus wie ein riesiger Säbelzahntiger. Ein rivalisierender Stamm. Der Tank hat sich auf dem Planeten entwickelt. Der Stamm des Höbrigen ist der Anführer deines Stammes. Dein Stamm kann auch ohne seinen Anführer in die Schlacht ziehen. Allerdings ist er für soziale Interaktion mit anderen Stämmen unabdingbar. Darüber hinaus kann nur der Häuptling die Folgetalente deines Stammes einsetzen. Möchtest du ein Folgetalent einsetzen, wähle zunächst dein Häuptling, bla bla bla. Feuerbomben und Fallen. Ach stimmt, ich kann ja nur eine gewisse Anzahl an. Nicht genug Futter, noch ein Baby muss her.
Wollen wir ein bisschen essen? Beschenke oder beeindrucke einen anderen Stamm oder greife diesen an. Ach, die Karte war ja so komisch. Ich erinnere mich. Wie könnte man die heilen? Ich weiß noch, mit Obst und Gemüse ist es leichter. Die holen anscheinend Fisch, wie es aussieht. Ach, die haben mehr Leben als wir, glaube ich. Ne, haben sie nicht. Steinäxte. Fügen Hütten und Werkzeugschuppen allerdings nur wenig Schaden zu. Das ist okay. Wenn die Menschen tot sind, dann. Menschen, ja. Macht ihr dasselbe? Wollte ich auch ein paar Äxte. Wollte noch ein bisschen Essen ran. Wie viel haben die? 5, ja. Entdecke etwas, was du in einem Spieler schaffen hast, war. Wartet mal. Keine Ahnung. Erst mal ein bisschen Essen holen. Ah, hier kann ich den essen lassen. Ich habe einen Schlaganfall. Okay, das scheint länger zu dauern, als irgendwelche Kreaturen auszulöschen. Haben die auch irgendwas? Keine Ahnung, was die da haben. Wasserpfeifen? Wenn sie Musik machen, sind sie sowas von tot. Er hat sich schon. Ach, die erholen sich auch selber von selbst. Gut. Aber klappt mal ein bisschen Essen rein, damit ich dann. Ach, die essen selbstständig. Okay. Bleib mal hier. Wir müssen jemanden töten. Oh, sag mir nicht, du willst hierher kommen. Ich glaube, die wollen Musik machen. Ja, selber schon. Ey, der klaut mein Essen. Ey, das. Was? Wieso heilt er sich? Was soll denn der Scheiß? Bringen wir den um. Da geht gleich das ganze Dorf los. Was sind hier irgendwie Dinger? Ein Karton. Lass das lieber, ihr habt eh keine Chance. Brennen wir ihr Dorf nieder. Die haben uns was zu essen geklaut. Ey! Ihr sollt angreifen. Was zur Hölle macht ihr? Ja, hast du gut gemacht. Jetzt hast du außerdem das Volk ausgelöscht. Ernsthaft? Jetzt sind die alle sauer auf mich? Was macht denn der? Wieso steht der bloß rum? Ich verliere!
Die Karte ist echt ein Kraus in dem Spiel, das weiß ich auch noch. Nein, Mensch, oh, das ist echt blöd. Okay, der Häuptling kommt wieder. Ich hab's falsch eingestellt gehabt. Ich bin auf sozial gewesen, deshalb. Jetzt habe ich aber ein Problem. Ich habe nur Babys hier. Wilde Tiere wollen dein Futter stehlen. Welches Futter denn, bitteschön? Ich habe noch nicht mehr Erwachsene da. Die bringen ja alle um. Oh, mach die mal fertig. Der holt immer noch Essen. Hilfe, ein Baby ist in Gefahr. Ja, das ist ein cleveres Baby. Das steht einfach nur rum und lässt sich umlegen. Okay, jetzt ist es kein Baby mehr. Jetzt kann sie doch verteidigen. Sag nicht, du bist immer noch am Essen sammeln. Oh, ich habe letzte Zeit. Ist okay. Legt sie um. Ja. Okay, der ist gestorben. Greifst du mal an, Mensch? Könnt ihr den essen? Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Alle fischen. Der ist anscheinend wieder draufgegangen. Was greifen die an? Sag mal, ihr habt wohl den Schuss nicht gehört. Also das ist schon ein bisschen störend. Abspritzen wollte ich mal sagen, aber nee, lass das mal. Bring erstmal den da um. Braucht man Häuptling wieder. Okay, die haben bloß noch zwei. Ich brauche mein Häuptling wieder. Das Problem ist, ich habe halt absolut kein Essen. Das gibt's doch nicht. Du lässt uns in Ruhe. Ach, weißt du was, bringt ihn um. Brauch Essen. Natürlich, Mann. Es ist natürlich viel, viel einfacher, wirklich Kreaturen zu jagen, als zu angeln. Angeln dauert einfach viel zu lange. Und ehrlich gesagt, wir haben auch eine ungünstige Position zum Angeln.
Die Kreaturen scheinen aber wiederzukommen. Das ist schon mal ein Vorteil. Ich muss echt warten, bis die ihr Pulver quasi verschossen haben und dann muss ich sie umlegen. Ja, habe ich verstanden. Wir werden bald wieder angreifen. Ach, hier sehe ich, wie weit das ist. Das Kind, das ist praktisch. Wir dürfen nicht so lange brauchen, die werden bald wieder angreifen. Bring dir mal um. Ui, das ist echt übel. Füttert, sammelt ihr mal weiter essen. Der geht auch immer wieder. An dir ist er geboren. Schön. Normale Menschen tragen, würden das einfach so hinschicken, aber er nicht. Lass mal schön. Lass mich nur, ich will nur euer Fleisch essen. Ihr habt doch nichts dagegen, wenn ich eure Freunde einfach so esse, also mitnehme und esse, oder? Oh nein, ist okay. Die brauchen wir anscheinend ein bisschen. Die haben wieder einen Nachteil, die können nur wirklich nur Kreaturen essen. Also Fisch ist bei denen noch weiter weg als für mich. Ungünstiger also. Jock. Dreimal geschafft es da zu holen. Weißt du was? Ich reparier mal. Ich könnte noch ein Baby hinzufügen? Nee, eigentlich nicht. Der Stamm ist ja voll. Ach, der löscht. Schmackofatz. Größere Hütte, okay. So. Kriegt man schon noch hin, die löscht man schon noch aus. Ja, ich habe ja früher immer das hier in der Umgebung geholt, einfach die Früchte ist halt deutlich einfacher. Mein Fisch ist auch so sammelbar, aber trotzdem. Mal was.